Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir stehen auf Wunsch einer meiner Zuschauer auf der Karte Grand Paris-Moulin und wir schauen uns heute einmal den Shuttlebus H an, also die Linie Navette H. H ist tatsächlich H auf Französisch, so heißt das. Und dafür habe ich mir hier einmal einen neuen Bus herausgesucht, denn es ist vor kurzem ein Update für das Ulier-Bus-Paket, was ja schon etwas länger draußen ist, erschienen. Und das hat unter anderem hier einmal einen Gelenkbus und diesen Midi-Bus, den wir hier vor uns haben, hinzugefügt. Und ich habe mir einfach mal so gedacht, das passt doch eigentlich relativ gut auf die Karte, denn die Ulier-Busse, die fahren ja hier auch auf der Karte herum, nur halt als normaler 12-Meter-Solobus und nicht als Midi-Bus. Aber auf die Linie passt dieser Midi-Bus eigentlich relativ gut und deswegen fahren wir jetzt heute einmal mit dem kleinen Kerlchen hier. Ja, der sieht schon mal eigentlich relativ cool aus, wie man hier sehen kann. Also typisch sehen wir jetzt hier schon mal diese Ulier-Form. Wir haben jetzt hier hinten nicht dieses spezielle an die Renault-Busse angelehnte Heck. Wir haben jetzt hier ein ganz normales Heck, wie es aussieht. Und ansonsten, ja, sieht man hier eigentlich schon deutlich die Parallelen. Genau, oben haben wir hier natürlich nochmal Dachluken. Und wir schauen uns jetzt noch einmal eben kurz den Innenraum an. Der sieht ja eigentlich auch ganz schön aus. Das Sitzpolster gefällt mir mit diesen Farbklecksen. Ist einfach gehalten, aber finde ich ganz schön. Und ja, wir haben hier so ein paar Plätze drin. Ein paar schöne Sitze. Wobei, die sehen jetzt nicht unbedingt so unbedingt bequem aus, aber das müssen sie im Stadtbus auch nicht sein. Hier haben wir dann noch so ein paar seitlich platzierte Sitze, wie man es sehen kann. Ach, und noch eine Karte hier. Stimmt, ich glaube, die fahren in der Bretagne herum. Das könnte sein, dass die in Saint-Malo herumfahren. Da war ich tatsächlich schon mal. Ich habe jetzt leider nicht bei der Repaint-Auswahl drauf geachtet, welches das jetzt ist, also von wo das jetzt ist, aber das könnte sein, dass das hier von Saint-Malo ist. Ich weiß jetzt, ja doch, hier, Malo. Malo Aglo Transport. Ja, Saint-Malo ist das. Genau. Hier, das Dashboard, das kennen wir jetzt schon soweit. Das kennt man ja auch aus den anderen Ulier-Bussen. Das finde ich ja eigentlich ganz schön. Das ist ja das Actia-Dashboard, was ja auch bei den anderen Iveco-Bussen sonst noch so mit verbaut ist. Ich finde es ganz schön umgesetzt. Den Drucker kennen wir hier schon. Nur das hier ist ein bisschen anders. Das ist halt aus dem Ulier-Bus-Paket. Das ist jetzt hier nicht an Paris Grand Moulin angepasst. Das heißt, wir geben jetzt hier erstmal unsere Fahrernummer ein. Und dann lädt er hier erstmal, dann können wir uns... Ah nee, wir können uns hier leider noch nicht anmelden. Der muss auch erstmal laden. Und dann können wir ja gleich einmal schildern. Jetzt bin ich mal drauf gespannt. Genau. Wir können jetzt hier zwischen drei verschiedenen Stufen, also zwischen drei verschiedenen Varianten auswählen. Einmal automatisch, das ist hier ganz oben mit Service. Und dann Destination Spécial, das ist dann sozusagen das ganz normale Schildern, wo man dann halt Liniencode eingibt und die Route. Aber wir machen das jetzt einmal hier automatisch. Und das ist jetzt eigentlich relativ egal, was man hier jetzt eingibt. Ich gebe einfach 00000 ein. Und dann sollte der auch gleich unsere Fahrt einmal finden. Das Einzige, was mich jetzt noch so ein bisschen verwirrt hat, ist, ich habe das schon einmal versucht hier zu fahren, die Linie, mit dem Gelenkbus. War keine so eine gute Idee, deswegen bin ich jetzt auf den Midi-Bus umgestiegen. Genau, also der erkennt jetzt hier erstmal unsere Fahrt. Aber er schildert nicht und eigentlich sollte er schildern, also ich kann jetzt hier auch einmal eben zurückgehen oder zumindest spätestens, wenn wir jetzt gleich an der Starthaltestelle ankommen, da fahren wir jetzt gleich mal eben ganz kurz hin, so wir geben mal eben unsere Nummer ein und das ist eigentlich auch wieder egal, was wir da eingeben und dann können wir auch schon hier einmal den Motor starten. Ja, was lässt sich zu dem Bus sagen? Das ist tatsächlich der einzige Bus, der so von Ulier selber hergestellt wird. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Also der wirklich komplett von Ulier hergestellt wird. Sonst ist das ja so, dass Ulier nur die Karosserien baut und die Motoren sozusagen von Iveco kommen aktuell. So, achso, er möchte mich nicht fahren lassen. Stimmt, das war ja hier auch so ein Spezial... Ah! Wir haben hier ein Allison-Getriebe. Das kennt man aus der Modifikation von für den Setra S315UL. Jetzt muss ich immer eben gucken, wie wir das denn jetzt hier überhaupt vorankommen. Ach, kommen wir jetzt voran? Genau, also das ist ein bisschen anders, es funktioniert ein bisschen anders. Deswegen irgendwie möchte er den Gang nicht einlegen, wie ich sehe.
6,5 Stunden später. Ah, er bewegt sich. Ja, okay, er musste nur so ein bisschen Druckluft aufbauen, wie es anscheinend der Fall ist. Genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, also das ist jetzt hier ein Bus, der zu 100% von Ölie hergestellt wird. Das ist ja bei den anderen Bussen nicht der Fall und der hat auch einen interessanten Motorsound. Ich bin den schon einmal gefahren. Der Motorsound ist jetzt nicht so hundertprozentig von der Qualität her gelungen. Das Problem ist, dass die Sounds häufig mal so ein Knirschen und Knacken produzieren. Das ist, wenn die Sounds nicht hundertprozentig sauber abgeschnitten sind sozusagen. Und dann entsteht da immer dieses Knirschen und Knacken. Das finde ich tatsächlich extrem unschön. Ich bin, was sowas angeht, immer sehr, sagen wir mal, ziemlich empfindlich. Und deswegen finde ich den Sound jetzt leider nicht so gelungen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eigentlich ganz gut ertragbar. So, ich habe jetzt hier einfach mal die Dummy-Funktion gemacht. Und hier einmal über unsere... Huch. Okay, interessant. Interessante Fahrtverlegung. Okay, so. Dann, wenn ich... Komme ich da jetzt ran? Ja, ich komme da ran. Oder auch nicht. Was ist denn das hier? Also der Bus ist noch ein bisschen... Man sieht, der Bus ist noch ein bisschen... Ah, okay, jetzt. Der Bus ist noch ein bisschen verbuggt, wie man hier sehen kann. Ich komme da halt jetzt gerade echt nicht ran. Ah, okay, jetzt. Hä? Ich habe doch hier eine Fahrkarte schon gegeben. Ja, okay, der Bus, es gibt vielleicht Gründe, warum der jetzt hier nicht gefahren wird. Warum ich den jetzt erst nicht auswählen wollte. Der ist noch ein bisschen, achso, jetzt wollte ich auch wieder raus. Der ist noch ein bisschen verbuggt. Das fängt ja auch schon mal wieder gut an. Und jetzt haben wir hier auch noch das Problem, weil es eine Ringbuslinie ist, die wir jetzt hier fahren, dass die Fahrgäste hier wieder raus wollen, direkt. Das ist halt bei Ringbuslinien leider ein Omsi so. Wobei, ich weiß nicht, das kann man theoretisch auch irgendwie wahrscheinlich verhindern, würde ich mal sagen. Aber dadurch, dass wir jetzt hier schon am Ziel angekommen sind, theoretisch, weil wir enden jetzt hier auch mit der Linie wieder, ja, ist es dann halt letztendlich nicht der Fall. So, wir fahren da mal los. Das scheint ja auch so eine Art Busbahnhof zu sein, so wie es aussieht, wo dann hier die ganzen Regionalbusse wahrscheinlich zusammenlaufen. Wir fahren jetzt hier einen kleinen Schlenker über diesen Campus, also über das Campusgelände, und bringen die Leute dann sozusagen zur Arbeit. Also hier von diesem großen Busbahnhof in Richtung des Campusgeländes. Genau, und ich habe jetzt hier schon mal einmal eine Fahrt gewagt, und zwar mit einem Gelenkbus. Keine gute Idee. Deswegen habe ich mich jetzt hier auch für den Midi-Bus entschieden. Und ich denke mal, damit sollten wir hier einige Kurven definitiv besser hinbekommen. Ja, ansonsten, was man jetzt auch noch zum Ullier-Buspaket sagen kann, in dem Buspaket sind halt einige Varianten mitgeliefert. Wir haben einmal halt die Solo-Busse, die schon in der ersten Version enthalten waren. Das heißt, wir haben da einmal Euro 3, Euro 4, Euro 5 und eine Hybrid-Version. Und dann jetzt im Update hinzugekommen sind noch eine Gelenkbus-Variante und hier dieser Midi-Bus. Und die ganzen Solo-Busse, die zeichnen sich halt durch die ganzen Set-Vars aus, die halt hier mit enthalten sind. Man kann zwischen ganz vielen verschiedenen Sitzen sich entscheiden. Man kann die Busse auch in ihrer Karosserie noch so ein bisschen konfigurieren, also zum Beispiel die Fenster. Wir haben dann zum Beispiel so weit runtergehende Fenster. Das ist so ähnlich wie beim New Line City, nur halt ein bisschen anders noch. Und wir haben dann, wenn ich mich nicht recht erinnere, auch sowas Ähnliches, so ein bisschen futuristisch aussehendes für die Dachluken. Das ist dann auch so eine gläserne Dachluke, die halt relativ groß hier ist. Also da hat man nicht so eine normale Decke, sondern auch mit Lichtelementen und allem möglichen. Da kann man eigentlich so einiges auswählen. Man kann die Spiegel noch anpassen, man kann die Türen anpassen. Also man kann zwischen Außenschiebetüren kann man noch wählen und zwischen verschiedenen Innenschwenktürarten kann man hier noch wählen. Also da hat man auch eine Menge zum Design, also zum Anpassen, kann ich schon mal so sagen. Das Repainten, das ist auf jeden Fall aufwendig. Ich habe das schon mal versucht. Man muss da einige Dateien bearbeiten. Ich habe da auch tatsächlich jetzt am Anfang nicht unbedingt so den Nerv dazu gehabt, alles zu bearbeiten. Aber sagen wir mal so,
Man kann da wirklich einiges gut einstellen und wer sich die Mühe machen möchte, der kommt da wirklich auf seine Kosten, wenn man hier wirklich den Bus bis ins kleinste Detail irgendwie noch verändern möchte. Ja, die Folge, die kommt jetzt auch ein bisschen früher, als ich sie eigentlich geplant hatte. Es ist ja aktuell so, ich habe noch relativ viele Videos auf Lager. Also ich habe Anfang des Jahres habe ich ordentlich etwas aufgenommen, was zu dem Zeitpunkt auch neu war. Und jetzt versagt meine Stimme so ein bisschen, das ist nicht so schön. Also was zu dem Zeitpunkt noch neu war. Aber dann kam halt noch was Neueres, was ich dann erst zeigen wollte. Also dann kamen zum Beispiel erstmal die ganzen Grand Paris Moulin Videos heraus. Das ist jetzt in der letzten Zeit gewesen. Und da hatte ich sonst auch noch Videos vorher geplant, wovon ich noch was zeigen wollte. Und deswegen ziehen sich die ganzen Videos jetzt weiter nach hinten. Also die kommen erst alle ein bisschen später, die ich eigentlich geplant hatte. Also ich habe ein Video, was eigentlich ursprünglich Mitte bis Ende Januar erscheinen sollte. Nee, Mitte Januar sollte es erscheinen. Und jetzt erscheint das, ich glaube, nächste Woche? Könnte nächste Woche sein, könnte auch schon erschienen sein. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wann ich das Video jetzt genau herausbringe, aber definitiv früher. Ich warte jetzt nicht, bis ich die anderen Videos auch schon herausgebracht habe, weil ich würde dann doch schon gerne diesen Wunsch einmal erfüllen und einmal auch hier dieses Update zeigen. Performance. Die Performance möchte nicht mitmachen heute. So, und jetzt kommen wir hier auch schon wieder. Also, wir fahren jetzt hier an diesem Campus vorbei. Wir treffen hier auch auf die 9106 und zwar die B- und C-Variante. Die C-Variante sind wir schon einmal gefahren. Ich glaube, wir haben halt eben auch schon einmal den Gelenkbus gesehen, den MAN-Gelenkbus hier als KI-Fahrzeug. Aber hier den Abschnitt, den dürften wir hier kennen und da vorne ist dann auch schon unsere nächste Haltestelle. Wir fahren so ein bisschen neben der eigentlichen Busspur hier. Ja, aber nee, wie gesagt, was ich nochmal sagen wollte, teilweise habe ich noch wirklich einige Videos auf Lager, wo ich halt nochmal gucken muss, wann ich die am besten rausbringen kann. Und ich will es jetzt auch nicht so weit in die Länge ziehen. Ich habe natürlich auch so Reserve- bzw. Ersatzfolgen mittlerweile, die ich dann extra dafür erstellt habe, falls ich mal irgendwann keine Videos auf Lager habe, beziehungsweise keine Videos machen kann, dass ich dann trotzdem welche habe. Also ich habe, glaube ich, vier Ersatzfolgen. Ist auch ganz interessant, wenn man das mal sich so anschaut. So, aber hier der Midibus, der braucht noch ein bisschen Überarbeitung, möchte ich nochmal sagen. Die Fahrgastpfade sind jetzt nicht so wunderschön gewesen eben. Genau, und ich hätte jetzt theoretisch noch bis Mitte März, Ende März Omsi-Folgen produziert, wenn man das mit den Ersatzfolgen noch mit reinnimmt. Das ist schon ordentlich. Also wenn ich jede Woche eine Folge herausbringen würde. Ich habe jetzt ja während kurz nach dem Release hier von diesem Addon habe ich halt relativ viel herausgebracht, weil ich gerne alles zeigen wollte oder eine Menge zeigen wollte. Und jetzt möchte ich das gerne wieder so ein bisschen herunterfahren und auch nochmal ein bisschen Abwechslung bringen. Auch wenn alle anderen Videos jetzt nicht so sehr geklickt werden, das ist jetzt aber mir relativ egal, weil die anderen Videos, die mache ich auch so ganz gerne. Also ich zeige gerne mal meine Minecraft-Welt. Und wenn das dann halt niemand interessiert, dann ja, ist schade. Aber ich mache es trotzdem, weil es mir Spaß macht. Und dasselbe gilt für Omsi. Es gibt Videos, die werden häufiger geklickt. Freut mich natürlich, aber auch andere Videos, die, wenn die nicht so häufig geklickt werden, mir macht es Spaß, das zu machen. Also ich gehe jetzt nicht nur danach, was irgendwie mit am meisten Klicks irgendwie bekommen würde. Ich denke mal, das Video würde jetzt auch eher so weniger Klicks bekommen, aber es ist relativ egal. Ich mache YouTube aus Spaß, ich habe Spaß daran und dann ist mir, also die Klicks sind mir nicht ganz egal, ist natürlich immer schön, wenn man da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber sagen wir mal so, es ist nicht das Hauptmotiv, warum ich YouTube mache. So, und du nimmst mir jetzt die Vorfahrt, das wusste ich. Genau, also warum diese Karte hier immer noch so schlecht läuft, weiß ich auch nicht. Es liegt ein bisschen an den Texturen. Bitte, hab dich jetzt nicht gekillt, Omsi. Ich will dich nicht gekillt haben. Ja, nee, sie haben nachgeladen, die Texturen. Es liegt wohl echt an den Texturen. Und ich weiß nicht, warum die Texturen hier so enorm Performance ziehen. Es ist schon irgendwie ein bisschen verwunderlich. Ich hatte jetzt ja auch mal geplant, dass ich vielleicht, weil das jetzt ja schon so in die Richtung, in Richtung 500 Abonnenten geht, dass ich da nicht mal irgendwie so eine Art Livestream einfach mal so als Special mache, falls sich das Leute anschauen wollen. Und dass man dann halt mal ein bisschen mehr fährt und auch ein bisschen,
dass ich dann auch mal direkt mit euch interagieren kann, wenn ihr Lust habt und so. Also da muss ich mal schauen, dass ich das irgendwann mal zeitlich mir da so ein bisschen Zeit nehme, irgendwie am Wochenende. Dass man da mal irgendwie so einen Stream machen kann, wenn dann irgendwie mal so 500 Abonnenten oder so erreicht sind. Also falls da jemand auch interessiert dran ist, kann man sicherlich auch mal irgendwann machen. Dann würde ich natürlich auch nach euren Wünschen gehen, was ihr gerne mal sehen möchtet. Und dann zeige ich da auch mal nicht so viel Neues, sondern vielleicht eher mal so Sachen, die auch ein bisschen älter sind oder so Klassiker. Oder was auch immer. Muss man dann halt schauen. Je nachdem, was gewünscht wird. So, ich glaube, gleich kommen wir hier noch zu einem kleinen Bahnhof. Nee, noch nicht. Oh, was ist das denn da? Was steht denn da? Irgendwas mit Merd. Ich weiß, was Merd ist. Das ist, ja, das ist scheiße, sozusagen. Also, wortwörtlich. Also, irgendwas, gegen irgendwas wird auf jeden Fall protestiert, habe ich so das Gefühl. Was haben wir denn da? Bientôt le Grand Paris, passera. Ja, nee, ich kann es nicht lesen. Société du Grand Paris, okay. Ah. Nein! Ach komm, da fahre ich jetzt aber noch rüber. Ich sollte nicht so viel in der Gegend herumschauen. Wollte ich nur mal eben kurz anmerken. Es war noch grün, habt ihr gesehen. Also es war gelb. Es war gelb. Vielleicht orange. Aber nicht rot. Nicht rot. Habt ihr nicht gesehen. Ja, nee, aber was... Irgendwas machen hier die Texturen. Also man sieht es ja auch, sobald die Texturen einigermaßen nachgeladen haben, geht das auch alles wieder. Dann merkt man, dass das hier alles wieder so ein bisschen flüssiger wird. Hier ist es jetzt gerade echt flüssig, weil wahrscheinlich alle Texturen jetzt hier auf diesem Gebiet geladen haben. Aber eben zu den Zeitpunkten, wo Texturen geladen werden müssen, zum Beispiel jetzt, lief es halt ein bisschen schlechter. Genau jetzt. Ah, genau, jetzt sind wir hier an dieser Stelle hier einmal angekommen. Das ist so ein kleiner Wendekreis. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken. Das sieht da hinten eher nach einem Wohngebiet aus, aber da sind dann doch auch schon so ein bisschen technisch aussehendere Gebäude, beziehungsweise bürohaftigere Gebäude. So. Jetzt ist die Frage, kriege ich euch dieses Mal mit? Jetzt habe ich hier einen Midibus, mit dem ich hier... Ja, jetzt kriege ich euch mit. Mit dem ich hier ein bisschen besser ranfahren kann. Hallöchen. Bonjour. Bonjour. Na, Moment mal, da war ja was. Wie kommen wir jetzt daran? Ah, so. Ja, oder auch nicht. Es ist eigentlich so ein bisschen raten hier. Ich versuche hier eigentlich den... Ja, ich würde dir gerne ein Ticket geben. Aber ich sehe hier nichts. Excusez-moi. Ja, das ist schön, dass ich hier nichts machen kann. Ah, geht doch. Dann kriegst du es jetzt leider alles in kleinen Münzen. Einmal normal, bitte. So, achso, der Manfred sagt natürlich noch einmal normal. Aber wunderbar, dass ich dir jetzt was so geben konnte. Ja, wie gesagt, die Passenger-Pfade müssten hier nochmal ein bisschen überarbeitet werden. Das ist jetzt nicht so schön. Na gut, aber was sagt eigentlich die Verspätung? Okay, wir haben nur 2 Minuten. Ich habe schon wieder so das Gefühl gehabt, dass ich viel zu spät dran wäre. Ah, Moment mal, der möchte noch einen Fahrschein. Das habe ich doch gesehen. Die stehen da normalerweise nicht. So, dann fahren wir jetzt wieder zurück in Richtung unseres Busbahnhofes. Aber ich habe so das Gefühl, dass der Bus hier eigentlich ganz gut auf die Linie passt. Also auch so vom Fahrgastaufkommen geht das. Das ist ja, stimmt, das wollte ich auch noch gesagt haben. Ich habe noch gar nicht so viel zur Linie gesagt. Also ich habe mir mal wieder diesen öffentlichen mitgelieferten Fahrplan angeschaut. Lohnt sich wirklich der Blick einfach mal in den Ordner rein. Das sage ich eigentlich auch schon in jeder Folge. Aber da wird dann halt so ein bisschen erklärt, das ist halt so ein Shuttlebus, der hier wahrscheinlich wirklich für die Arbeitenden gedacht ist.
Und der scheint auch eigentlich kostenlos zu sein. Ich hätte jetzt eigentlich den Fahrscheinverkauf auch mal ausschalten können dafür. Das schaffen wir noch. Da hätte ich jetzt nicht mehr bremsen können. Genau, und da steht halt gratuit. Das ist ein Wort, was ich mir auf jeden Fall auf Französisch gemerkt habe. Das heißt gratis. Also es ist wahrscheinlich eigentlich ein kostenloser Shuttlebus und so, der dann hier dafür eingerichtet wurde. Der fährt auch nur zu bestimmten Zeiten. Müssen wir hier halten? Nein, müssen wir nicht. Der fährt auch nur zu bestimmten Zeiten. Der fährt einmal kurz morgens, dann ab 11.30 Uhr ungefähr wieder. Und nochmal gegen Nachmittag und Abend, glaube ich. Das heißt, das sind halt so typische Shuttle-Zeiten und diese Linie wird dann von Le Carvier bedient, falls ihr dann halt mal nach der richtigen Hofdatei Ausschau haltet. Ach, da hinten ist das Geld, sehe ich gerade. Das liegt da. Okay, interessant. Ich sehe gerade den 10-Euro-Schein. Den kann man relativ gut sehen. Genau, also von Le Carvier wird diese Linie hier bedient. Und ich weiß jetzt gar nicht, was hier normalerweise eingesetzt wird. Ich glaube, es sind nicht Gelenkbusse. Ich glaube, das sind auch wahrscheinlich so diese mitgelieferten C2-NGT-Busse. Ich meine, das müssten die sein. Ich meine, die habe ich hier auf jeden Fall vorhin schon mal gesehen. Ja, aber ansonsten hier so eine schöne kleine Shuttle-Linie. Dauert eigentlich nicht lange. Aber dadurch, dass ich jetzt hier ordentlich davor noch was erklärt habe. So, ich dränge mich jetzt hier mal vor, weil ihr euch auch immer vor mich drängelt. Weil ich vorhin schon einiges erzählt habe, wird diese Folge wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Also meine erste Aufnahme, die lief tatsächlich sogar noch deutlich schlechter als die hier, was die Performance angeht, was mich überrascht, dass es jetzt auf einmal besser läuft. Die hat schon eine halbe Stunde gedauert und diese Linie, die fährt nur eine Viertelstunde eigentlich. Aber so knapp 5 bis 7 Minuten Vorgeplänkel erstmal so ein bisschen alles hier zu erzählen. So, da hinten sollte ich jetzt noch nicht zumachen. Sehe ich gerade. Ja, und dann halt hier noch manchmal so ein bisschen das ganze Rumgeruckel. Und Textur nachladen, wie man hier jetzt sieht. Also man sieht, die Texturen laden nicht nach. Und jetzt sehen wir hier, dass es halt wieder so ein bisschen schlechter läuft. Und es dauert immer so ein bisschen, bis es nachgeladen hat. Also die Texturen müssten definitiv angepasst werden. Das ist so mein Gefühl, was jetzt hier nicht so ganz mit dem Addon noch nicht so ganz optimiert ist. Ich weiß nicht, wie ich das nochmal, ob ich das nicht nochmal so ein bisschen mit den OMSI-Einstellungen versuchen kann auszumerzen. Aber da müssen wir nochmal schauen. Ich meine, so häufig fahre ich jetzt hier auch nicht auf der Karte im Let's Play. Wobei, wenn ich hier privat fahre, es ist genauso. Es läuft genauso schlecht teilweise. Aber die Aufnahme, die zieht auch schon ein bisschen was, aber eigentlich nicht so viel mittlerweile. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr den Überblick, was jetzt schon alles so an Fehlern in dem Kommentar-Thread irgendwie gepostet wurde im Webdisk-Forum. Das heißt, da kann ich jetzt auch nicht zu sagen, was da jetzt schon alles mit eingeflossen ist an irgendwie Verbesserungsvorschlägen oder was auch schon von Halicon irgendwie angeteasert wurde oder schon kommentiert wurde. Apropos Halicon und Kommentare, ich finde es echt erstaunlich, dass Halicon auch bei mir einen Kommentar unter dem Video gelassen hat. Das hat sich auf die Abstürze zum Ende des, also wenn man OMSI schließen möchte, bezogen. Das heißt, da kam ja immer so eine Fehlermeldung, wenn man hier irgendwas mit dem Paris-Moulin-Addon in Verbindung gemacht hat, also einen der Busse gespawnt hat oder hier halt auf der Karte unterwegs war. OMSI. Ah, ja. Genau, also wenn man auf der Karte unterwegs war und die haben anscheinend schon so ein bisschen das eingrenzen können und sind jetzt auf jeden Fall an der Bearbeitung oder an der Behebung dieses Fehlers dabei. Das heißt, da kann man jetzt auch schon mal drauf hoffen, dass da bald in einem der nächsten Updates schon einmal was verbessert wird, dass wir dann nicht mehr diese Fehlermeldung bekommen. Und vielleicht hängt das auch mit der Performance zusammen. Das ist aber reine Spekulation, möchte ich mal eben kurz sagen. Weil ich weiß natürlich nicht, in welchem Bereich sich dieser Fehler befindet. Deswegen kann ich da eigentlich nichts zu sagen. Aber ich fand es echt erstaunlich, dass Halicon auch eigentlich unter Videos von so kleineren YouTubern postet, weil ich bin alles andere als ein großer YouTuber. Klar, also das erste Video hat ordentlich Aufmerksamkeit hier bekommen, was ich jetzt hier zu dem Addon gemacht habe. Aber trotzdem, ich
ich bin jetzt nicht unbedingt der YouTuber, auf den man zuerst stößt, wenn man hier irgendwie nach Omsi-Videos schaut. Also von daher war ich schon so ein bisschen überrascht. Aber es ist ganz cool, dass die dann halt auch wirklich auf YouTube mal so ein bisschen Ausschau halten und dort auch mal auf gewisse Punkte eingehen. Also das ist schon, finde ich eigentlich schon ganz cool. So, und wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück, wie man hier sehen kann. Ich glaube, hier waren wir vorher auch schon. Hier sind wir vorhin woanders abgezweigt. Oder? Sind wir? Also wir sind auf jeden Fall Issi. Also hier. Da ist wahrscheinlich erklärt, was wir jetzt hier für ein Baugebiet haben. Stimmt. Ja, da vorne sind wir, glaube ich, abgebogen. Ja, aber nee, so zu den Bussen kann ich eigentlich sagen. Die Solo-Busse finde ich eigentlich echt schön. Den Gelenkbus bin ich noch nicht so häufig gefahren. Den bin ich bislang nur einmal gefahren. Und hier den Midi-Bus bin ich auch bislang nur einmal gefahren. Das Einzige, was mir hier auch bei diesen Bussen aufgefallen ist, die ziehen ordentlich Performance. Und ich habe tatsächlich schon die Low-Res-Texturen hier einmal installiert. Also da sind auch extra nochmal so ein paar Low-Resolution-Texturen mitgeliefert. Und die laufen immer noch nicht wirklich rund. Das kann auch mit den ganzen Setwa-Varianten zusammenhängen, weil das ist ja theoretisch, ja wobei, Setwa-Varianten gibt es glaube ich auch Unterschiede, soweit ich weiß. Aber auf jeden Fall, es kann da auch noch mit was anderem zusammenhängen, also Skripte können auch ordentlich Performance-Einbrüche verursachen. Das musste ich irgendwann mal feststellen, ich weiß gar nicht mehr, wo das der Fall war. Aber ein Skript, was so ein bisschen fehlerhaft ist, das kann tatsächlich ordentlich an der Performance ziehen, wenn es halt wirklich, keine Ahnung, ich glaube, das war eine dauerhafte Abfrage von irgendeinem Wert, wenn das nicht funktioniert hat, dass es dann halt zu einem Fehler führt. Also OMSI ist schon extrem komplex, wenn es um irgendwelche Fehler, wenn es um irgendwelche Fehler geht und man die versucht zu beheben. Weil es kann so viele, wirklich so viele verschiedene Gründe einfach dafür geben. Das ist schon, ja, das ist schon eine Kunst, dann was zu finden. Und in vielen Fällen lässt sich OMSI dann auch gar nicht mehr helfen. Das ist aber eher so beim Mapbau manchmal. Beim Mapbau passieren manchmal auch sehr interessante Sachen. Habe ich auch mal so mitbekommen, als ich mit den Erbauern der Karte Lanau auch noch geredet habe, also das war auch noch im Rahmen des einen Videos, was ich da mal gemacht habe, dass die da auch interessante Fehler auch manchmal irgendwie so entdecken konnten. Aber da ich ja auch manchmal so ein bisschen im Editor unterwegs bin, kann ich da auch teilweise ein Lied singen. Das sind dann teilweise auch sehr interessante Fehler, wobei ich konnte auch einige Fehler selber beheben. Ich habe keine Ahnung, was das genau war, aber ich konnte es beheben. Einmal, also da hatte ich zum Beispiel, ich habe Kacheln von einer anderen Karte auf eine Karte übertragen und dann war irgendwas mit den Traffic Rules da nicht richtig, also irgendeine Variable war da nicht ganz korrekt und deswegen hat das immer eine Zugriffsverletzung verursacht und die Kacheln wurden halt nicht geladen und dann musste ich halt einzeln in jeder kopierten Kachel die Traffic Rules nochmal ändern und das war anstrengend, aber es hat geklappt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Sondern ich schilder jetzt nochmal eben ganz kurz hier ein anderes Ziel. Damit die jetzt hier nicht noch mit wieder einsteigen. So, wunderbar. Ich würde mal sagen, das war's jetzt hier von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte diesen Wunsch erfüllen, einmal diese Linie zu zeigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss.